Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Linux, anonym surfen. Mit Tor, anonym im Internet zu surfen, ist heute einfacher denn je. Einfach die Website torproject.org besuchen, den Link Download benutzen und sich dann das entsprechende Tor Browser Bundle Paket für Linux herunterladen, entweder für das 32 oder 64-Bit System, vorher noch die Sprache bestimmen. Und dann auf den dicken, fetten Button Download klicken. Dann entweder Datei speichern oder gleich öffnen mit Archivmanager und dann entpacken. Dann, wenn man sich die Datei heruntergeladen hat, gibt man Folgendes ein. Und zwar diesen Befehl. Den kopiere ich jetzt einfach mal schnell. Kopieren. Einfügen, entsprechend anpassen. Hier fehlt noch das DE und Enter. Also tar-xv groß J F und dann Datei benutzen. Dann, wenn das soweit vorbei ist, dann ins richtige Verzeichnis wechseln mit CD-Leerzeichen Tor. Sternchen sollte reichen. Und dann das Skript. Start-Tor-Browser benutzen. Enter. Dann auf den Button Verbinden klicken. Und mit dem Tor-Browser Bundle hat man dann einen extra Browser. Und zwar den Firefox-Browser. 24.4.0 mit den entsprechenden Einstellungen, die notwendig sind. Ebenfalls werden gleich mehrere Erweiterungen mitgeliefert, und zwar diese hier: HTTPS Everywhere, NoScript, Tor-Button und Tor-Launcher. Und jetzt kann man schon anonym lossurfen. Möchte man Flash auch noch aktivieren, geht man wie folgt vor. Man klickt hier auf den Button, dann auf Einstellungen, wandert zum Reiter Sicherheitseinstellungen und klickt hier auf Browser-Plugins deaktivieren. Einfach das Kreuzchen wegnehmen und auf OK klicken. Dann wird man gewarnt, dass man nicht mehr anonym surft. Dann entweder auf Nein oder auf Ja klicken, einfach mal Ja. Und dann wird man bei jeder Seite, die Flash nutzt, gefragt, ob man jetzt Flash aktivieren möchte oder nicht. Ich mache das mal wieder rückgängig. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.